Herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, grandiosen Let's Play, und zwar mal auf einer anderen Art. Und zwar auf dem Smartphone habe ich hier ein ganz tolles Spiel entdeckt, beziehungsweise die Kenner dieses Spiels werden sehen, dass ich das Spiel wahrscheinlich schon länger auf dem Handy habe, weil ich schon ein paar Juwelchen da oben gesammelt habe. Sprich, ich bin eigentlich schon viel weiter gewesen, natürlich nicht im Let's Play. Aber das macht ja nichts. Man kann sich, indem man Werbung sich anschaut, kann man halt Juwelen sammeln. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kann man das irgendwann nochmal spielen und dann halt, man kann halt gewisse Optionen, gewisse Auswahlmöglichkeiten hat man halt nur, wenn man dabei halt diese Juwelen ausgibt. Und dann natürlich kann man dann später auch nochmal eine Runde starten, wo wir dann uns diese anderen Optionen einfach mal anschauen. Ja, Linda Brown spielen wir hier. Ein grandioses Spiel fürs Handy. Und ist ganz amüsant auf jeden Fall. Kann man nebenbei immer mal spielen. Ist ganz nett gemacht. Ist eine interaktive Story. Also man klickt sich einfach nur durch verschiedene Gespräche durch und zieht sich so ein bisschen die Story halt rein. Und teilweise sieht wirklich ganz nett die Story, ist ganz nett gemacht, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Folge 1. Ich hoffe, den Sound versteht man gut genug. Wie gesagt, ich nehme hier noch am Handy auf. Wie das genau funktioniert, ich habe noch kein richtig gutes Programm oder sowas. Wenn ich ein richtiges Mikro anschließe, dann ist der Sound weg. Den nimmt er leider irgendwie nicht auf. Da bräuchte ich, falls das Interesse vorhanden ist, für weitere Handy-Games auf jeden Fall dann nochmal, vielleicht ein besseres Programm, wo man dann halt tatsächlich den Mikro-Sound aufnehmen kann und trotzdem den Ingame-Sound aufnimmt. Ansonsten, falls sich da jemand auskennt, könnt ihr das ja gerne mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wäre mal voll cool. Ansonsten sind wir hier jetzt bei Staffel 1. Eine vielversprechende Sängerin aus New York reist zur Hochzeit einer Freundin in Rio, wo sie ein erstaunliches Abenteuer erwartet. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ist länger her. Ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern. Mein Name wird hier unten auch eingeblendet. Für alle, die sich schon mal gefragt haben, wie ich mit vollem Name heiße. Mit vollem Namen. Den sieht man aber auch auf meiner Instagram-Seite, wenn man ein bisschen schaut. Aber ich will jetzt keine Werbung machen. Von daher, ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich hier ein bisschen Werbung nach den Episoden laufen lasse. Weiß ich noch nicht, ob ich die hier durchlaufen lasse im Video. Ich sage auf jeden Fall, wenn man eine Episode abgeschlossen hat, dann bekommt man halt Juwelen, und wenn man dann kann man sich zwei oder drei Werbespots halt reinziehen und dann kriegt man doch mal Juwelen dazu. Ich schätze mal, ich werde die Folge dann immer abbrechen davor, weil die Werbung, die interessiert ja halt wirklich keinen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in die erste Folge. Ein neuer Anfang. Seid gespannt. Was bist denn du für ein Schnulzi? Was zum Teufel machst du hier? Warum folgst du mir? Hör mir zu. Verlasse mich nicht, Linda. Dafür ist es zu spät, Kevin. Aber Schatz. Lass mich in Ruhe, Kevin. Mein Flug wartet auf mich. Komm sofort zurück, Linda. So, hier seht ihr jetzt die Auswahlmöglichkeiten. Hier müssen wir noch keine Diamanten ausgeben. Wir reagieren erstmal nett, ne? Auch wenn das wahrscheinlich falsch ist, aber ja, wir wollen ja jetzt auch kein Arschi sein, ne? Nicht so wie unser Schmalzi hier. Also höflich. Es ist aus, Kevin. Ich hoffe, du findest woanders dein Glück.
Batman. Bruno. Wenn du keine Probleme willst, lauf sofort weg. Kevin wird sich erinnern, dass Bruno dir geholfen hat. Wer zum Teufel bist du? Ich gehe nirgendwo hin. Überleg es dir gut. Ich möchte nicht, dass meine Freunde aggressiv werden. So einer bist du also. Ich gehe, aber das ist nicht vorbei, Linda. Das gleiche gilt für dich, Wichser. Hihihi. Geht's? Hat er dich verletzt? Oh. Was? Bist du verletzt? Naja, also nicht wirklich. Ich... Vielen Dank. Ich weiß nicht, was wäre, wenn du mir nicht geholfen hättest. Dafür bin ich da. Ich habe angenommen, dass eine Maid in Nöten meine Hilfe braucht. Schön, Sie kennenzulernen, Fräulein. Linda Brown, Maid in Nöten. Ist das schnulzig? Bruno Frère, zu Ihren Diensten. Ups, mein Akku. Versaut die ganze Stimmung. Gut, vielen Dank, Bruno. Ich muss jetzt meinen Flug nehmen und bin schon spät dran. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Es kann ja sein, dass Sie mich wieder retten müssen. Ihr Jet wartet auf Sie. Kommen Sie? Linda Brown. Ich werde Ihre Nummer brauchen. Gehen wir. Ich sollte Cynthia Bescheid geben, dass ich am Weg bin. Am Weg. Gott. Kann ich auch auf Fotos klicken? Schade, geht nicht. Okay, wir müssen auf Messages klicken. Rio, ich komme. Bin schon am Weg. Gut, ich freue mich schon auf dich. Alles in Ordnung? Naja, nicht alles. Kevin hat mich wieder verfolgt. Was für ein Wichser. Ich erzähle dir alles, sobald ich ankomme. Ich kann's nicht erwarten, dich zu sehen. Ich auch nicht. Muss los. Wir sehen uns morgen. Applaus! Boah, diese Cutscenes. Atemberaubend. Da würde ich auch gern wohnen. Linda! Ich kann es nicht fassen, dass du hier bist. Hallo, Cynthia. Ah, ich bin so froh. Das wird weh zu Uni-Zeiten. Du hast recht. Genauso wie an der Uni. Aber viel eleganter. Dein Haus ist unglaublich. Danke, dass du so weit für mich gereist bist, Linda. Denkst du wirklich, dass ich deine Hochzeit verpassen würde? Und ich kann's nicht erwarten, dich wieder singen zu hören. Pff.
Ich habe keine Lust, ich auch nicht. Klingt ja ein bisschen komisch, oder? So. Ja, ich kann es auch nicht erwarten, mich wieder singen zu hören. Aber ich habe keine Lust, ist doof. Also, ich auch nicht. Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Ich denke, das ist genau das, was ich brauche. Ganz New York spricht über dich. Du wirst langsam zum Star. Hihihi, das wäre toll. Wer bist du denn? Entschuldige, Cynthia, wir müssen die Gästeliste durchgehen. Oh, tut mir leid. Mir war nicht klar, dass wir Besuch haben. Oh mein Gott, sie ist hier. Oh. Du bist es, Linda Brown. Oh mein Gott. Cynthia hat mir erzählt, dass du kommst. Ich bin ein Riesenfan von dir. Drausio, komm schon. Du überforderst Linda. Das ist Drausio, mein Haushälter, bester Freund und Vertrauter. Und auch der, der meine ganze Hochzeit organisiert. Und übrigens auch der, der die ganze Zeit ein breites Grinsen aufsetzt. Wow. Meine Katze hat gerade miaut, deswegen habe ich wow gemacht. Wow, das klingt ja nach sehr viel Arbeit. Ich hoffe, dass wir Zeit haben, einander kennenzulernen. Ich bleibe nur 2 Tage nach der Hochzeit. 2 Tage? Komm schon, du solltest länger bleiben. Das Haus wird nach der Hochzeit leer sein. Milton und Cynthia werden in die Flitterwochen fahren. Ich bin sicher, dass Cynthia dir gern ihr Haus überlässt. Ja, warum? Warum nicht, ne? Warum nicht? Cynthia, würde dich das stören? Bitte, Linda, du musst nicht mal fragen. Drausio, lass uns bitte einen Moment allein. Ich bin gleich da. Ja, klar. Schön, dich kennenzulernen, Linda. Also, was ist in New York mit Kevin passiert? Ich muss wissen, was war. Also, gestern hat er mich bis zum Flughafen verfolgt. Er hat sich wie ein Verrückter benommen. Das kann ich nicht glauben. Cynthia, er war noch nie so. Ein Passant musste mir sogar zu Hilfe kommen. Naja, zumindest ist die Ritterlichkeit nicht ausgestorben. Aber was ist zwischen euch passiert? Oh, ich glaube, das hatte ich schon mal gemacht. Normalerweise müsste man hier Diamanten anwählen. Erzählst du Cynthia von Kevin? Du beschließt ihr nichts zu sagen. Du erzählst ihr deine Vergangenheit mit Kevin. Das können wir gleich mal machen. Alles fing vor einigen Tagen in New York an. Sexy Hexy. Bitte beeil dich, Kevin. Wir kommen zu spät zum Abendessen. Eine Sekunde, bitte. Ich komme gerade aus der Dusche. Handy läutet. Das ist Kevins Handy. Die fragen sich wahrscheinlich schon, wo wir sind. Oh, ich muss es anklicken. Ich sollte Ihnen Bescheid geben, dass wir uns verspäten. Stefanie? Wer zum Teufel ist Stefanie? Hallo Schatz. Hallo Kev. Gestern war unglaublich. Hast du heute frei? Ich bin bei Freunden zum Essen eingeladen. Morgen. Bei dir? Wie immer. Ich kann's nicht fassen. Linda, was machst du mit meinem Handy? Ich glaube nicht, du hast mich schon wieder betrogen. Was? Ich habe nichts getan, Schatz. Lass mich's erklären.
Dein Handy hat genug erklärt. Hör sofort mit den Lügen auf. Stefanie, du hast mir das Herz gebrochen, Kevin. Schutz. Verdammt, Kevin, verschwinde sofort. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchgemacht hast, Linda. Ja, ich würde jetzt am liebsten nicht mehr darüber reden. Ich werde eine Weile an den Strand gehen. Das macht dir nichts aus, oder? Überhaupt nicht, Linda. Geh dich entspannen, wir sehen uns später. Und Linda? Ja? Ohne ihn bist du viel besser dran. Danke. Wo sind die ganzen Badeanzüge, die ich mitgebracht habe? Bestimmt im Koffer. Einteiler? Zu altmodisch. Komm schon, Linda, du bist in Rio. Das ist besser. Und diese Musik, woher kommt die denn jetzt? Hey, was ist das denn jetzt? Wer hat denn diese Nachricht hier gelassen? Da steht, willkommen in Brasilien. Suche die Kette. Kette? Welche Kette? Wow, diese Kette hat bestimmt ein Vermögen gekostet. Wer wohl dahinter steckt? Das war zu viel für einen Tag. Jetzt entspanne ich mich am Strand. Cliffhanger, ihre Entscheidung. Du hast höflich reagiert, sie und 53% andere Spieler wählten dies. Du akzeptierst Brunos Hilfe, sie und 85%. Du hast Cynthia davon erzählt, sie und 69%. Das ist halt aber auch eine Option, die man mit Diamanten nur machen kann. Die habe ich damals wohl schon gemacht. Und das war Folge 1. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, hinterlasst einen Daumen nach oben. Im besten Fall sogar ein Abo. Ich würde mich sehr, 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 sehr drüber freuen. Es kann sein, dass wir den Sound nochmal ein bisschen höher stellen müssen. Das werde ich dann im Nachhinein sehen. Aber wenn ihr wollt, dass das Let's Play weitergeht, dass wir das hier weiterzocken bis zum bitteren Ende, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst es mich wissen und lasst gerne Feedback da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ihr könnt natürlich auch gerne in die richtigen Let's Plays reingucken, würde mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, macht es gut, ciao.